Nach tagelangem Regen hatten die Fahrer erstmals am Samstagvormittag eine trockene Piste. Mit der Nummer 6 Martin Wimmer, dessen Yamaha allerdings in der Höchstgeschwindigkeit den Hondas von Mang und Roth um 10 Stundenkilometer unterlegen war. Das ist Reinhold Roth mit der Startnummer 24. Und Tony Mang, hier im Bild, gab diesmal im Training mehr Gas als sonst. So schnell, glaube ich, ist hier noch nie gefahren worden. Zumindest in der 250er, ganz sicher nicht. Wir sind jetzt bei 262 angelangt, rein von der Übersetzung her. So schnell bin ich mit der 250er noch nie unterwegs gewesen. An der Geschwindigkeit lag es nicht, dass Martin Wimmer, da sitzt er im Gras, in der langsamsten Kurve des Hockenheimrings stürzte. Es war wohl einer der sturzintensivsten Trainingstage in der Geschichte des Motorradsports. Alle Klassen waren davon betroffen. Hier werden auf einmal Martin Wimmer, Sito Pons und Reinhold Roth behandelt. Martins Ehefrau Michaela hoffte noch, aber die Röntgenbilder zeigten die Schwere der Verletzung. Der linke Unterschenkel war gebrochen. War lauter Regentraining und das erste Trockentraining wollte jeder schauen. Jetzt schaut es ja schon wieder schlechter her. Das muss man zuschauen, weil nachher da kannst du schon wieder regnen. Gell? Das ist das Hektische und alles dann dabei. Haben wir gleich im Pech. Ne? Aber was. Auch noch dazu. In Deutschland, ja, wo da leider kommen. Wegen Reinhold, wegen Martin, ja, wegen Tobi. Gott sei Dank, dass ihr mit dem Klinikum Bild aus seid. Das kann man schon sagen. Ja? Das würde ich auch sagen. Wir haben Arbeit, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen. Was fehlt dem Hans? Der hat eine Ausknöchelfraktur. Verdacht auf eine Ausknöchelfraktur. Was haben die Ärzte jetzt festgestellt? Ist nichts Schlimmes, ich kann morgen fahren. Und was ist es genau? Müssen wir noch reingegangen. Also die Schulter? Ja, in der Schulter irgendwas. Aber gebrochen wahrscheinlich nichts. Das haben wir schon abgetastet. Meinen Sie, ich könnte fahren morgen? Ja. Aber lass ihn jetzt mal. Bitte. Ja. Danke. Ich denke, es morgen bei. Martin Wimmer konnte nicht mehr fahren. Er flog sofort mit dem Rettungshubschrauber nach Großhadern und wurde dort operiert. Teamchef Agostini zur Verletzung von Martin Wimmer. Es ist natürlich ein schmerzhafter Ausfall, besonders als Führender in der Weltmeisterschaft, aber es ist wichtig, dass er wieder gesund wird und dass er so bald wie möglich in die WM wieder eingreift. Gestern 11 Uhr, erstes Rennen der Klasse bis 80 Kubikzentimeter. Zum Favoritenkreis gehörte auch der Schorndorfer Gerhard Weibel ganz rechts mit der Nummer 5. Von Anfang an entwickelte sich ein spannender Dreikampf zwischen Stefan Dörflinger und seinem Krauser-Teamkollegen Gerhard Weibel sowie dem Weltmeister Jorge Martinez aus Spanien. Dass sich am Schluss 5 deutsche Fahrer unter den ersten 10 platzieren konnten, hat es auch noch nicht gegeben. Die Zuschauer waren jedenfalls zufrieden. Zufrieden vor allem, weil Gerhard Weibel in der Schlussphase die stärkeren Nerven hatte. Weibel siegte vor Martinez und Dörflinger, Teamchef Krauser, lässt sich gratulieren. Die ersten 3, links Martinez, in der Mitte Weibel und rechts Dörflinger. In der Achtel-Liter-Klasse wären die sieggewohnten Italiener beinahe vom Österreicher Gustl Auinger geschlagen worden. Aber der zweite Rang war für Auinger auch ein großer Erfolg, genau wie der 9. Platz für den jungen bayerischen Privatfahrer Adi Stadler, hier im Bild mit der Nummer 32 aus Obing. Weitere sehr gute Resultate erzielten Gustav Reiner in der Halbliterklasse als 9. und die Stölzle-Brüder aus Eitrang bei den Zeitenwagen als 10. 14.20 Uhr, der Höhepunkt des Tages aus deutscher Sicht, Rennen der Klasse bis 250 Kubikzentimeter. Mit dabei die verletzten Reinhold Roth und Sito Pons. Auch dieser Start mit laufendem Motor klappte perfekt. Rennleiter Wilhelm Herz hatte keine Probleme. Tony Mang übernimmt nach der Startkurve die Führung. Reinhold Roth ist unter den ersten 10. 7 deutsche Fahrer dabei, Helmut Bradl und Konrad Hevele, den man erst gar nicht mitfahren lassen wollte, halten sich im Mittelfeld. Tony Mang von Anfang an überlegen, hier vor Jacques Cornu und Dominique Sarraud.
Reinhold Roth, derzeit Achter, trotz Verletzung. Ich habe überhaupt keine Schmerzen gehabt. Die Schulter war so steif bandagiert, dass die Bandage hat es praktisch ausgehalten. Aber durch die Steifigkeit habe ich Gefühl für die Maschine verloren. Und ich habe beide Ärzte heilig versprechen müssen, dass ich nicht stürze. Stürze gab es trotzdem. Aber Gianola ist, wie wir nachher erfahren haben, nichts Ernsthaftes passiert. Achtung auf den Vorletzten. Der Sonderpreis für seine artistische Einlage erhält der Fohlenstraußer Harald Eckel. Unglaublich, erst fast am Boden und dann geht es noch weiter. Der Oberpfälzer wird am Ende noch 23. Toni Mang, der bald einen Vorsprung von 7 Sekunden herausgefahren hat, in Zeitlupe. Die Nerven von Mangs Frau Colette und den Mechanikern sind zum Zerreißen gespannt. Reinhold Roth arbeitet sich Platz um Platz nach vorne. Wo kommt diese Leistungssteigerung plötzlich her? Das ist alles ein Ergebnis von einem super Team, von einer Harmonie. Alles schafft prima zusammen. Mit dem Sepp habe ich das beste Verhältnis mit den Sponsoren. Und wenn alles so happy ist, dann muss ein gutes Ergebnis rauskommen. Super Ergebnis für Toni Mang. Umjubelt von den Massen auf den letzten Metern vor dem Ziel. Toni Mang gewinnt den Heim-Grand Prix in Hockenheim vor Jacques Cornu aus der Schweiz und dritter, unglaublich, Reinhold Roth, der damit auch die Führung in der Weltmeisterschaft übernimmt, vor Martin Wimmer. Die WM bleibt spannend und für Toni Mang könnte der 5. WM-Titel durchaus möglich sein. Herrlich. Und morgen sehen wir uns bei Blick und Sport, okay? 30. 30.